Günther Seitz ist seit einigen Tagen in Hanau Herbergsvater für Flüchtlinge. Er hat die Verantwortung für die Notunterkunft in der August-Schärtner-Halle und damit für 1000 Flüchtlinge. Registrieren, verpflegen, verarzten. Eine risikoreiche Aufgabe für den Katastrophenschützer. Ein Flüchtlingscamp auf Zeit. 4 Wochen lang muss er die Halle managen. Bis dahin hofft das Land, richtige Unterkünfte gefunden zu haben. Am Halleneingang gibt es Probleme mit Neuankömmlingen. Der erste Bus aus Bayern ist angekommen. 4 sollen es heute werden. Aber nicht alle Flüchtlinge wollen die Gastfreundschaft von Seitz annehmen. Sind jetzt viele dabei, die gleich weiterziehen wollen? Ja. Nämlich das war so wahr. Wir haben gefragt, die wollen alle entweder zeigen nach Wuppertal, nach Aachen oder Belgien oder Schweden, weil ihre Verwandte ist da, die bleiben auch. Also die Bitte wäre nur, dass ihr halt versucht zu vermitteln, es ist hier, ist niemand weggesperrt. Man kann sich ganz normal frisch machen und kann immer noch gehen. Wir haben ja oben auch, in dem Service Point dann Unterlagen auch noch, ja, wo man sich dann orientieren kann. Auch hier bleibt. Genau. Und wenn jemand krank ist, auch kriegt Medikamente zur Verpflegung, kriegt Shampoo und alle. Marsche! Vor der Absperrung des Geländes muss Günther Seitz mit Polizei und Sicherheitsdiensten eine Regelung für die eiligen Abwanderer finden. Wir haben eine Absprache getroffen, dass wir sie erstmal gar nicht registrieren und gar nicht checken. Die sollen einfach. Ja, klar, wer gehen will, geht. Wer gehen will, der geht. Ihr lasst sie auch laufen. Na? Nur die Belehrung in diesem Sinne. Okay. Gut. Ja. Nur weil die Security jetzt gemeint hat, ihr würdet aufhalten, aber das macht er nicht. Nein. Jetzt hier vor Ort nicht. Okay, dann sage ich das dem, dass die bitte eine Strichliste einfach führen, damit wir wissen, wie viele raus sind. Und dann ist es gut. Okay. Der Herr dolmetscht, ja. Nur meine Bitte, bevor ihr weiter dolmetscht, ihr sorgt dafür, macht eine Strichliste, wie viele rausgehen. So muss man Namen tragen und so alle. Nur wie viele? Nur wie viele? Die kriegen halt nochmal jetzt über die Polizei eine entsprechende Belehrung, dass das dann eigentlich illegal ist. Ja, und wenn sie irgendwo aufgegriffen werden von der Polizei, ja, dass das sein kann. Ja, nur. Sie können sie ja nur in eine Notunterkunft dann bringen. Also da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, ja. Aber das lässt sich jetzt hier nicht vermitteln. Da ist eine Sorge da, dass sie hier irgendwie im Camp eingesperrt werden, allem Anschein nach, ja. Man kann sie ja auch nicht verübeln, wir wissen nicht, was sie schon mitgemacht haben. Von daher ist die klare Maßgabe, dass sich hier jeder frei bewegen kann. Und wenn sie gleich gehen, gehen sie gleich. Ja. Haben sie wenig wir wollen nur gucken, dass wir hinterher wissen, wie viele dann letztlich unmittelbar auch wieder weg sind und wie viele ins Camp eingeschleust wurden. Hier rein und raus. Genau. Seitz muss planen, wie viele Betten belegt werden, wie viel Essen gebraucht wird und wie viel Hilfspersonal er bereitstellen muss. Bevor die Ankömmlinge die Halle betreten, wird ihr Gepäck überprüft auf verderbliches Essen und gefährliche Gegenstände. Freiwillige aus der Gemeindeverwaltung wollen bei der Registrierung helfen. Das war der erste Bus. Okay, es kommen noch ein paar Busse. Ihr seid noch nicht zu spät. Nee. Ihr habt schon mal registriert oben? Also da wisst ihr, wo ihr hin müsst, ne? Wir haben nur morgens immer eingetragen, aber wir kennen die Kärtchen, also es wird kein Problem sein. Ja, wir sind nicht die Einzigen. Ist vorne der, ihr könnt ja hier hoch da, ne? Genau. Vorne da ist die Registrierung. Ja. Vielen Dank, viel Spaß. Als Katastrophenschützer muss er immer mit allem rechnen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Das ist eigentlich nicht Thema des Katastrophenschutzes. Das hier mit der Notunterkunft, das kam ganz plötzlich. Ja. Der Landrat hatte am Sonntagnachmittag einen Anruf vom Innenminister und hat dann das quasi ausgelöst. Ja. Ich habe dann einen Führungsstab alarmieren lassen und seitdem sind wir halt hier am Organisieren. Innerhalb von 24 Stunden wurde neben der Mehrzweckhalle eine Zeltstadt aufgebaut mit Schlafplätzen, Kantine und sanitären Anlagen. In der Halle sind 700 Schlafplätze, in den Zelten 300. Der Hessische Katastrophenschutz verfügt über Notfallpläne, die auch eine Liste von möglichen Objekten für die Unterbringung beinhalten. Außerdem über 52 abrufbereite Betreuungszüge.
Zwei solche Teams sind mit Günther Seitz im Flüchtlingseinsatz und lassen ihren normalen Beruf ruhen. Vor dem Halleneingang werden alle Flüchtlinge medizinisch gecheckt. Die diskutieren noch, ob sie rein wollen oder nicht. Ja, gut, wir sind fertig. Hast du durch? Bus ist durch. Irgendwas ins rote Zelt gegangen? 10. ISO, 10 ins ISO-Zelt? 10 ins ISO-Zelt, okay. Zur weiteren Kontrolle. Ich denke, das haben wir aber schnell abgeschafft. Das ist ein Erysipel am Unterschenkel, einmal Hautausschlag, einmal so ein bisschen blutiger Husten. Ins Isolierzelt kommen Patienten mit eventuell ansteckenden Krankheiten. In der Halle werden die Ankömmlinge registriert, denn die meisten sind über die deutsche Grenze gekommen, ohne erfasst worden zu sein. Name, Herkunft, Konfession. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Ja, ja, sehr gut. Doch mit Englisch kommen sie oft nicht weiter. Nee, das soll mal einer von den Dolmetschern machen. Signatures? Einen von den Dolmetschern und der soll uns dann... Auf welcher Sprache am besten? Arabisch. Arabisch und Persisch wäre nicht schlecht und Kurdisch. Vertrauenswürdige Dolmetscher fürs Camp zu finden, ist Aufgabe des Hanauer Ordnungsamtsleiters Thorsten Wünschmann. Er hat auch den Sicherheitsdienst beauftragt. Beides sind sensible Bereiche, denn falsche Leute können schnell Ärger machen. Ich spreche auch regelmäßig mit den Dolmetschern. Ich unterhalte mich auch mit dem einen Dolmetscher durchaus mal über den anderen, was er denn für einen Eindruck von ihm hat. Und wir greifen gegebenenfalls auch auf hauptberufliche Dolmetscher zurück, wenn es, ich sag mal, behördenrelevant wird. Wir hatten ja am Anfang so eine Erfahrung, dass eine bestimmte Gruppierung versucht hat, hier reinzukommen. Zumindest gibt es den Anfangsverdacht, dass in dem Verein zumindest Menschen Mitglieder sind, die einen salafistischen Hintergrund haben, ohne jetzt in Bausch und Bogen jeden dort verurteilen zu wollen, der dort Mitglied ist. Aber da müssen wir natürlich auch drauf achten. Und solche Dolmetscher wollen wir hier nicht haben. Und denen haben wir die Ausweise auch wieder entzogen und die haben wir nach Hause geschickt. Früh morgens. Günther Seitz sucht immer wieder persönlichen Kontakt zu Flüchtlingen im Camp. Ja, die sind ja mit Familie, sind ziemlich viele. Und ja, seitdem besuche ich die immer mal über den Tag. Ja. Und jetzt habe ich ihn noch von zu Hause, von meinen Töchtern, einen kleinen Teddy dabei. Ach so, sind da, da gehen wir dann nachher mal hin, wenn sie alle wach sind. Noch ist es ruhig. In 3 Stunden findet hier die tägliche große Lagebesprechung statt. Seitz ist fast rund um die Uhr auf den Beinen. Die Tage von Sonntag bis, bis Mittwoch einschließlich, das konnte man schon die Stunden Schlaf mit 2 Händen abzählen. Also mehr war da jetzt nicht drin. Über eine bestimmte Zeit geht sowas auch mal. Ja, das, ja, man ist ja dann adrenalinmäßig gut unterwegs und von daher ist es leistbar. Nach Entspannung der Lage sieht es nicht aus. Tag und Nacht kommen neue Flüchtlinge. Das Camp wird immer voller, auch wenn manche nach ein paar Tagen weiterziehen wollen. Am Registriertisch taucht ein neues Problem auf. Dieser Syrer hat auf einem Busbahnhof seine Familie verloren. Volker, was haben wir? Ich beide hätte ich noch gesucht. Wir haben hier die Situation, der junge Mann ist in Trier von seiner Familie getrennt worden. In Trier? Wie kam der nach Trier? Ist doch ein Zug aus Österreich nach Mannheim gewesen. Er sagt in Trier. Er checkt aber erst mal ein, oder? Ja. Das zeigt, wie wichtig eine Registrierung ist. Nur dann kann die Familie gefunden werden. Die Frau ist nach Trier. Die Frau ist jetzt in Trier. Eine Frau, ein Kind? Ja, ein Baby von 2 Monaten. Okay, gut. Die sollten nach Trier schon kommen. Okay. Wir finden die. Wir finden die. Alles okay. Alles okay, wir finden die. Hast du schon fotografiert? Ich hab's fotografiert. Günther Seitz ist ständig zwischen persönlichen Schicksalen und allgemeiner Planung hin und her gerissen. Nebenbei will er endlich den Teddy seiner Töchter an die syrische Familie verschenken. Wo ist die? Wo ist sie? Wo? Where? Where she? Is it? She here. Go. Okay. Ins Zelt. Zelt. Essen? Ah ja, okay. Okay. Gut, alles klar. Danke. Seine Handynummer hat sich rumgesprochen. Jeder will etwas von ihm. Da muss der Teddy warten. Wir heizen rund um die Uhr nach Volllast. Also so gut wie es irgendwie geht.
Da lässt sich nicht mehr machen. Wir hatten aber gestern schon gesagt, dass wir zusätzliche Decken auch verteilen. Das können aber auch nur diese Einmaldecken sein, dass wir aber mehr rausgeben, ja, sodass dem dann hoffentlich auch abgeholfen ist. Die Botschaft war angekommen, dass es ein bisschen kalt wird. Ja, wir kümmern uns da. Der Herr Yilmaz von der muslimischen Gemeinde, er hat gehört, es wäre nachts ein bisschen kühl. Und gut, da muss man halt erstmal auch nur beruhigen, ja, dass wir schon unser Bestes tun. Wir haben die Steuerung von der Heizung ja schon gleich in der ersten Nacht ausgehebelt, dass die rund um die Uhr richtig blockert. Draußen warten schon die Kollegen. Sie wollen in die Hanauer Sportsfield-Kaserne, 5 Kilometer entfernt. Seitz soll den Umzug dorthin organisieren. Ich weiß nicht, wie dir es geht, dieses warm-kalt. Ich habe einen dicken Hals, ja, und Schnupfen. Das kommt aber auch nicht raus. Das ist einfach nur so latent irgendwie. An ihm gehen die Tage rastloser Campleitung auch nicht spurlos vorüber. Das US-Kasernengelände steht seit 8 Jahren leer. In einem Trakt ist schon eine städtische Gemeinschaftsunterkunft. Nun sollen hier auch die Flüchtlinge aus der Halle einziehen. Architekt, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Feuerwehr sind bei der Begehung dabei. Günther Seitz hat klare Prioritäten. Hauptaugenmerk geht eigentlich in Richtung der Wohnblöcke, dass man da mal eine Idee hat, wie es da ausschaut. In Unkenntnis, ob uns das dann überhaupt am Tag X zu interessieren hat. Denn Seitz hofft, nach dem Umzug nicht mehr zuständig zu sein. Die ehrenamtlichen Katastrophenhelfer könnten dann wieder in ihre normalen Berufe zurück. Der Architekt erklärt, wie er das Kasernengelände belegen will. Die Frage, wer die Organisation in der Kaserne übernimmt, ist aber noch offen. Für die Kollegen nochmal, wir werden ja daran interessiert, im Interesse unserer Ehrenamtlichen, ja, dass wir zum Park X eben von der Schärtnerhalle hierher ziehen können und der Katastrophenschutz sich quasi ab diesem Zeitpunkt eben auch rausziehen kann. Ja. Stichwort Betreibermodell. Ja. Nichtsdestotrotz sollten wir heute, gerade wenn wir in die Wohnblöcke gehen, eben einen Blick darauf haben, welche Ausstattung da auch erforderlich wäre, nach unserer Sicht. Und insbesondere eben auch hier in der Schule, was Registrierung angeht, Unfallhilfstelle und die ISO-Station. Die Stadt wollte das Gelände als Gewerbegebiet ausweisen. Jetzt sind 10 Flüchtlinge pro Wohnung geplant. Die Amerikaner hatten alles noch kurz vorm Auszug renoviert. Hätten wir 750 Bestand im Moment. Wir reden auch hier, auch wenn das hier so lecker nach komfortablem Wohnen, dauerhaften Wohnen ausschaut. Wir reden hier auch von Notunterkunft. Das Land Hessen will in einem Teil der Wohnblöcke eine Erstaufnahmestelle einrichten. Hier sollen die Geflüchteten dann offiziell als Asylsuchende registriert werden und auf die weiteren Schritte im Asylverfahren warten. Frühmorgens in der Flüchtlingshalle. Seitz konnte halten, was er gestern versprochen hatte. Wir haben die Frau mit Kleinkind ausfindig machen können in Trier. Und ich habe gestern Abend dann noch den jungen Mann vom DAK nach Trier fahren lassen. Also ich glaube, die sind wieder glücklich. Direkt neben der Halle. Andrang am Kleiderzelt. Jeder braucht Winterkleidung. Alles ist umsonst. Die Kleiderkammer ist gut bestückt. Es kommen viele Spenden herein. Hilfsbereite Hanauer Bürger, die sich im Hallenbüro gemeldet hatten, organisieren kostenlos die Kleiderkammer. Ein Zelt weiter steht die zentrale Kantine. Die Bundeswehr hat die Verpflegung übernommen. Wenn es Fleisch gibt, dann wird es streng nach Halal-Regeln geschlachtet, also dem unbetäubten Tier die Kehle durchgeschnitten. So verlangt es der muslimische Glaube. Einige Metzger haben eine Sondergenehmigung.
Denn das Schächten ist bei uns aus Tierschutzgründen verboten. In Hessen gibt es zurzeit 13 Notunterkünfte wie diese. Seit Wochen kommen täglich ca. 700 Flüchtlinge in Hessen an. Günther Seitz wirft einen Blick auf die improvisierte Krankenstation in seinem Camp. Die Ärzte kommen aus den umliegenden Krankenhäusern. Es gibt Sprechstunden wie bei einer Hausarztpraxis. Aber auch Spezialisten wie Zahnärzte und Frauenärzte sind im Dienst. Die Station muss rund um die Uhr besetzt sein. Hatten wir was gehört vom von Main-Kinzig-Kliniken, von Manuel, dass der irgendwie da über eine längere Zeit vielleicht auch noch eine Freistellung kriegt? Nichts gehört. Ich weiß nicht, dass Main-Kinzig-Kliniken sich in den Rotationsplan für die innere Medizin beteiligen. Also die waren auch da. Jeden Mittag große Lagebesprechung. Alle Hilfs- und Rettungsdienste sowie Entscheidungsträger treffen sich, um aktuelle Probleme zu klären. Sicherheit war mir jetzt auch aufgefallen, dass heute Nacht sehr intensiv geguckt wurde wieder. Ja. Also die kleinste Tasche noch durchsucht wird, ja. Ob da ein Schwert drin sein kann. Nein, aber ich werde den Sicherheitsdienst aus meiner Sicht nicht anweisen, das oberflächlicher zu überprüfen, weil am Ende haben wir dann irgendwas hier drin, was wir nicht haben. Also mir ist an der Stelle tatsächlich lieber, die schauen etwas genauer in die Tasche, als zu wenig. Okay, gibt es noch aktuell Meldungen aus der Runde? Ja. Die Kleiderkammer hier vor Ort, die haben ein Problem, und zwar, dass Leute, die schon länger im Camp sind, immer wieder Sachen holen, Schuhe holen, Klamotten holen, dass die Neuen, die kommen, keine Klamotten bekommen, weil die anderen, die ein paar Mal schon da waren, die Sachen abgreifen. Die bräuchten irgendwie ein System, dass die erkennen, dass Menschen schon da waren oder eben noch nicht da waren, weil sonst gibt es da Streit. Das war ja, glaube ich, auch der Auslöser von der einen Rangelei, weil irgendwie in der Kleiderkammer da irgendwie Unmut geherrscht hat. Wir hatten ja dieses Essensmagensystem auch, ne? Ja. Das hat funktioniert. Okay. Wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr das angehen könntet. Ja. Hessen rechnet für das Jahr 2015 mit 100.000 Flüchtlingen, die erst einmal untergebracht werden müssen. Dabei ist Hessen nur eine Durchgangsstation. Die Hälfte wird schnell auf andere Bundesländer verteilt, so das Sozialministerium. Rund um die Uhr läuft der Betrieb. Pro Schicht sind in Hanau rund 80 Ehrenamtliche und Freiwillige im Dienst. Beim Rundgang im Hanauer Camp trifft Ordnungsamtsleiter Thorsten Wünschmann auf den ehrenamtlichen Campleiter der Nachmittagsschicht, Kai Hirchenhain. Ja, genau, da gibt es ein bisschen Stimmung, will da nicht liegen. Aha. Aber Vorteil ist, haben sich einige Bewohner einfach bereit erklärt, uns zu helfen und die dolmetschen mit denen. Das funktioniert okay, das gut. Ist gut. Hier die mittlere Abteilung macht mir ein bisschen Probleme. Wir haben auch überraschend viel Dreck jetzt plötzlich zwischen den Betten liegen, ist ja, mir gerade ja, aufgefallen, ja. Als ich durchglaube. Und das hatten wir die ganze Zeit nicht. Ja, das fängt jetzt an, gerade hier der letzte Bereich, die haben genau, ganz ja. Massiv. Und die sind auch eben über die Lautsprecher mal angesprochen worden, ja. Dass sie jetzt bitte mal ihren Müll aufräumen sollen. Weil da jetzt kommen die da die Säcke jetzt her? Ja, und das sind die Einmaldecken, die wir jetzt einsammeln von den Betten, die nicht mehr quasi belegt sind. Natürlich jetzt ganz viele Betten festgestellt, die defekt sind. Die aber vorher nicht defekt waren. Denn die Leute hatten begonnen, damit Trennwände zu bauen. Stopp! Wo sind Sie jetzt angekommen, Kreis? Ich gehe jetzt zum Container. Da vorne, ganz vorne, wo das Tor ist. Wir brauchen 2 Mitarbeiter hier drin jetzt. Das Catering-Zelt, ja. Genau. Okay. Catering-Zelt ist ja jetzt zu, da braucht ja niemand mehr zu sein. Kleiderausgabe reichen ja 2 Leute, am Tor reichen 2 Leute. Mhm. Kleiderausgabe ist gleich zu. So, noch 10, 15 Minuten bis zu. Wie gesagt, also wenn wir 2 bis 4 Leute dann jetzt mal hier in der Halle haben, die erkennbare Streife laufen, wäre das ganz gut, weil wir so ein bisschen Verlegungen vornehmen in der Halle, dass da keine Spannungen kommen, dass sie gleich sehen, da wären auch Leute da, die gucken. Ja, ja, ja. Okay. Ich sag Bescheid, okay, dann springen noch 3 Leute. Okay, super, danke jetzt. 700 bis 1000 Leute auf engstem Raum, ohne Privatsphäre. Eine stressbeladene Situation, die aggressiv macht. Die Menschen langweilen sich, werden ungeduldig. Viele haben sich den Staat in Deutschland leichter vorgestellt, sind falschen Versprechungen aufgesessen. Pro Schicht sind 15 bis 20 Wachleute im Einsatz. Die Sicherheitslage im Camp ist weitgehend ruhig.
Warum hast du gesagt, mein Bett ist leer oder sonst irgendwas? Nur, dass wir das, dass ihr darauf gleich reagieren könnt, bevor wir hier diesen großen Ärger dann haben. Überraschungen gibt es wegen kultureller Eigenheiten einiger Flüchtlingsgruppen. Ja? Alles klar, super. Duschen haben wir einmal in der Halle, Gemeinschaftsduschen. Das ist aber getrennt, Männlein, Weiblein, das ist kein Problem. Und wir haben zusätzlich nochmal Duschcontainer draußen, weil es gibt auch in den Kulturkreisen, allerdings ein kleiner Kulturkreis, da können selbst die Männer nicht zusammen duschen. Also die brauchen einzelne Duschkabinen. Das mussten wir am Anfang auch erstmal ein bisschen lernen. Also wir hatten tatsächlich die Situation, dass Männer untereinander in der Sammeldusche in Kleider geduscht haben. Weil das Schamgefühl so groß war, das war uns vorher auch nicht so bewusst. Und da, wo es möglich ist, nehmen wir Rücksicht drauf. Und da, wo es nicht mehr möglich ist, muss man dann auch irgendwann sich klar machen, dass wir hier in der Notunterkunft sind und es vernünftig einsortieren. Gesprächstermin mit den Vertretern von 7 Hanauer Moscheen. Sie wollen klären, wie ein religiöses Fest hier mit den Flüchtlingen gefeiert werden kann. Nach 7 Tagen sind sie das erste Mal im Camp. Man spricht auch darüber, wie man sich bei der Integration einbringen will. Doch konkrete Vorschläge gab es nicht. Wir werden schon dafür was tun, dass man sich schnell hier integriert, dass wir ihnen dann auch irgendwo beistehen. Und das wird auch ein mittelfristiges Ziel von uns sein. Noch ist nicht der Bedarf, wo man sagen kann, es geht jetzt hier um Integrationsfragen. Also das ist noch nicht der Fall. Die Realität in der Halle zeigt ein ganz anderes Bild. Ehrenamtliche Dolmetscher bieten spontane Sprachübungen. Die Flüchtlinge nehmen es dankend an. Ich bin Waschbin. Wir alle hatten die Idee, denen mal was beizubringen, weil die sind selbst zu uns gekommen, um was zu lernen. Ich bin Friseurin. Das Gefahrenabwehrzentrum in Gelnhausen ist der eigentliche Arbeitsplatz von Günther Seitz. Hier ist er stellvertretender Amtsleiter. In der Leitzentrale werden die Einsatzkräfte auch für das Flüchtlingscamp koordiniert. Nebenan planen sie den Umzug in die Kaserne. In wenigen Tagen soll es losgehen. Wenn das Land keine Betten zur Verfügung stellt, müssen wir unsere Feldbetten erstmal mitnehmen. Also die komplett aufstellungsstaatsfähig ist von der hessischen Baumanagement zugesagt worden. Wenn das nicht klappt, muss Günther Seitz sehen, wo er die Betten herbekommt. Sorge macht ihm auch, dass seine ehrenamtlichen Helfer nicht mehr viel länger von ihren Arbeitgebern freigestellt werden könnten. Es geht auch bei den Betrieben dann ans Limit. Ja, irgendwann ist Schluss, da geht es einfach nicht mehr. Und das eindeutige Signal haben wir gestern auch über unseren Landrat in Richtung Innenministerium noch einmal gesendet, dass spätestens dann in 14 Tagen, also nach Ablauf der vierten Woche, wir wahrscheinlich niemanden mehr aus dem Katastrophenschutz werden ziehen können. Ja, dann sind die Urlaube verbraucht, dann sind intelligente Umschichtungen im Betrieb dann auch nicht mehr machbar. Und dann ist es soweit, der Tag X. Umzug von 1000 Flüchtlingen in die 5 Kilometer entfernte Kaserne. Seitz und seine Helfer sowie die Stadt Hanau haben den Ablauf minutiös organisiert. Heute Abend soll die Halle leer sein. In ein paar Tagen sind wieder Sportveranstaltungen und Konzerte geplant. Im Moment ist eben noch so ein bisschen ein Bangen mit dabei, dass die Botschaften, die wir gestreut haben, auch alle hier angekommen sind und wir den Umzug jetzt geordnet hinbekommen werden. Ja. Also wenn der Letzte dann seine Liege hier verlassen hat, ja, da können wir noch mal reden. Die Menschen sind Gruppen zugeteilt worden. Nach Männern, Frauen, Familien. Jede Gruppennummer steht für eine Wohnung. Nach und nach fahren die Flüchtlinge mit Pendelbussen zur Kaserne. Es herrscht Betrieb wie auf einem Flughafen. Die Umzugsorganisatoren können jetzt nur noch zuschauen. In der Kaserne wird ein neuer Betreiber verantwortlich sein. Für Seitz ist daher heute nach 4 Wochen der letzte große Einsatztag. Ich werde nächste Woche in ein großes Loch fallen. Ja. Ich will arbeiten. Arbeiten in seinem normalen Job als stellvertretender Amtsleiter in Gelnhausen. Auszug nach Hallermarsch. Die Menschenmenge hier entspricht ungefähr der Menge, die seit 3 Monaten täglich nach Hessen kommt. Nimm das Fahrrad mit.
Seitz schaut nach der syrischen Familie, die er in den letzten Wochen etwas näher kennengelernt hat. Okay, seid ihr alle zusammen? Sie haben ihm erzählt, dass sie erst hier in Hanau wieder zusammengefunden haben. Viele Jahre lebten sie verstreut in Syrien und in Flüchtlingslagern im Libanon. Können wir nochmal nach der Nummer gucken? Einer der Brüder zeigt Seitz die Nummer der Wohnung, die sie zugewiesen bekommen haben. Einfahrt in die Kaserne. Die Wachdienste kontrollieren jeden, auch den Chef. Alles gut? Habt ihr gut gemacht? Alles gut. Alles gut. Heute ist Günther Seitz noch der Chef hier. Ab morgen ist das Regierungspräsidium Darmstadt verantwortlich und die Johanniter Unfallhilfe übernimmt die Organisation. Auch diese Unterkunft ist nur vorübergehend. Trotzdem, für die Flüchtlinge nach 4 Wochen Hallenleben Hoffnung auf etwas Privatsphäre. Dinka, du kannst mir dann irgendwann sagen. Seitz interessiert, wo die ihm bekannte syrische Familie unterkommen soll. 009 hatte. Ja. Wo die dann landen sollen? Die Kollegen der Stadtverwaltung Hanau haben die Belegungslisten erstellt. Das ist so, ja. Alles eine Familie. Guck mal da. 20 Leute. Mhm. Der Pendelbus mit der Familie ist gerade angekommen. Sie sammelt sich unter dem Schild der Wohnungsnummer 0009. Alles gut? Ja, ihr guckt jetzt hier. Ja, weg. Moment. Ja. Gepäck noch. Baggage. Die Gepäckwagen sind immer direkt hinter den Bussen gefahren. Für sie beginnt nun eine neue Etappe. Bis zu 5-6 Monate werden die Flüchtlinge hier jetzt wohnen und warten. Hier werden sie von mobilen Registrierungstrupps des Landes endlich als Asylsuchende registriert und die wichtige ID-Nummer für alle weiteren Schritte im deutschen Asylverfahren erhalten. Die nächste Etappe dann das Erstinterview. Vorher findet hier aber noch die große medizinische Erstuntersuchung statt. Um ihre Versorgung kümmert sich weiterhin die Stadt Hanau. Das Spiel läuft. Ich bin nicht Pep Guardiola, dass ich wie Rumpelstilzchen an der Linie rumspringen muss. Also entweder es läuft jetzt oder es läuft nicht. Und wie es aussieht, läuft alles planmäßig. Auch die Familie mit der Wohnungsnummer 0009 hat ihr neues Zuhause gefunden. Nee. 9. Das sind die 9. Dreh um. Ah, jetzt. Ordnungsamtsleiter Wünschmann schaut, ob genug Betten da sind, die jetzt erstmal vom Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt wurden. Unten schleppen die Familienväter ihr Hab und Gut. Oben freut sich eine Helferin über die familienfreundliche Wohnungsbelegung. Wir haben noch in die einzelne Familie, das ist super, wirklich. Das passt ja auch mit dem zweiten Teil. Ja, das ist ja eine Familie, ist ja alles eine große Familie. Das passt optimal. Das ist eine Familie, wirklich. Außer Betten gibt es noch nichts in den Wohnungen. Für Tische und Stühle sucht die Stadt Hanau Sponsoren. Das ist eine ehemalige Küche. Da fehlen aber alle Elektrogeräte und die Schränke, die da drin sind, sind auch nicht mehr im allerbesten Zustand. Deshalb sind die Küchen abgeschlossen, weil wir auch vermeiden wollen, dass die anfangen, hier auf den Zimmern zu kochen, weil das natürlich durchaus Gefährdung mit sich bringt, dann im Zweifel mit Gaskochern oder sonst irgendwas. Also wir haben ja eine zentrale Versorgung. Kantine, Kindergarten und Krankenstation sind eingerichtet. Die Bewohner können das Gelände jederzeit verlassen und sich in Hessen frei bewegen. Arbeiten dürfen sie nicht. Am Nachmittag ziehen die Letzten aus der Halle. 4 Wochen Ausnahmezustand liegen hinter Seitz und seinen Kollegen. Hallo. Wir haben annähernd 3000 Menschen hier aufgenommen, verpflegt und so weiter. Und das war natürlich auch risikobehaftet. Ja, und von daher. Ja. Sehr, sehr schön, dass es schiedlich, friedlich, ohne irgendwelche Konflikte hier auch zu Ende geht jetzt. Doch sein letzter Flüchtlingseinsatz war das wahrscheinlich nicht. Andernorts wird schon wieder eine Sporthalle als Notunterkunft gesucht. Und Günther Seitz wird bald wieder dran sein.